Gestern fand zum Thema grüne Logistik ein I2B-Meetup im Bremerhaven statt. Experten diskutierten über die Durchsetzung und Förderung von Logistik unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt und Gesellschaft. Und zu der Bedeutung von nachhaltiger Logistik im Bremerhaven äußerte sich Thomas Wieske von der Hochschule Bremerhaven im Interview. Bremerhaven als der zweitgrößte Überseehafen in Deutschland ist gefordert, quasi in seinen Projekten auf nachhaltige Logistik zu achten. Wir sehen, dass immer mehr Verbraucher, auch immer mehr Unternehmen verlangen nachhaltige Logistik. Das beginnt also in der Lieferkette, beginnt von der See bis hin in das Hinterland, spielen das eine große Rolle, wie ich meine Logistikströme organisiere und die möglich umweltfreundlich, das heißt also carbonfrei oder carbonniedrig zu organisieren.